Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Saints Row 4. Ja, wir sollen mit Matt Millers Bla weitermachen. Machen wir doch glatt. Wieso eigentlich auch nicht, ne? So. Nach da unten müssen wir. Übrigens, jetzt haben wir hier die ganzen Ausgänge. Das finde ich ja schon mal sehr schick. Ich finde es übrigens komisch, dass wir immer nur 99% von den Bereichen haben. Offensichtlich gibt es irgendetwas, was wir noch nicht machen können, um die Bereiche hundertprozentig zu reinigen, befreien oder wie auch immer ihr es nennen wollt. I have a matter that could use your expertise. What kind of matter? I devised a training simulation, wherein a highly trained vigilante has requested our assistance in clearing the city of a long-standing menace. That's vague. I promise you that it's the finest simulation I have ever crafted. Wir könnten Mitstreiter anwerben. Was wir allerdings auch machen können, ist, wir können sie einfach anrufen. Wie geht denn das nochmal? Kamera, extra Telefon. Genau, wenn wir zum Beispiel gerne sagen, wenn wir Sid dabei haben. So. Dann können wir noch Keith mitnehmen. Und von mir aus auch nach Kinsey. Why not? I need to stretch my legs. Jo, I thought these aliens would be bigger. Oh, I'm warning you, motherfucker. Okay, gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. The greatest vigilante needs our help in drawing out his arch nemesis. To do so. We must confront the foul captain's army of minions, draw out his lieutenants, until the terrible menace reveals himself. Then, we must take him on in an earth-shattering final conflict. Ja, das klingt ja ziemlich übertrieben. Wahrscheinlich wird's wieder irgendwie was. Ah, the three count. Seems every time I'm here, I never have time to just sit back and enjoy the games. And I get the herp. Loosest slots in Steelport. Superpowers like yours don't exist in this universe, so you won't be able to use them. This simulation better be awesome, Matt. Okay, here comes trouble. This is the army of minions? Zombies? Who has an army of zombies? You, have to be prepared for anything. I don't think zombies are a pressing matter, Matt. Whose army did you say this was? His true nature is known only to a secret cabal of followers. Matt, is this Nightblade fanfiction? Please! I'm not one of those forum-stalking hacks who spit out poorly constructed, badly edited wish fulfillment brimming with cannon-breaking Mary Sues and... Oh, so you've read it? Of course I've read it! How long have you been working on this simulation? Oh. I wrote the original short story between seasons 2 and 3, when it seemed Nightblade may be retiring. So we set about finding the one person who could take his place. Oh, Matt. Sweet, sweet Matt. Nightblade has a rich cosmology merely hinted at in the television series. As with many classic genre shows, the universe belongs as much to the fans as the creators. Ah, I'm not judging. You're not? Oh, no, I am. But I really don't want to have this conversation right now. It's up to the fans to keep Nightblade alive. Especially now that the Earth is gone, and there will never be any more official stories. My condolences on your loss. Na, meine nicht. Was auch immer Nightblade sein mag. Kann es sein, dass es sowas ist wie... Keine Ahnung. Ich habe mir das nie... Ich kann mich daran nicht erinnern aus den Vorgängern. Aber die gab's wohl schon auch in den Vorgängern. Especially you, Matt. Thank you, Nightblade. So where is he? Meet me outside the casino. I'm on my way. Oh my god, Nightblade is on his way! Ich hätte mir vielleicht mal ein bisschen Munition einkaufen sollen, huh? Habe ich nicht gerade viel gerade, wenn ich das mal so sagen darf. Apropos, warte mal, bevor wir hier rauslatschen. Ich will mal kurz was wissen. Da hinten ist immerhin eine Tür. Ob die irgendwo hinführt. Hm.
Johnny Cat. Sehr schön. Nicht wirklich. Achievement. Ja, schade eigentlich. Es gibt wohl noch eine ganze Menge so versteckten Kram in den Leveln und irgendwelche Waffen und sowas, die man finden kann. Allerdings bin ich ja total viel zu blöd dazu, das mir rechtzeitig anzueignen. Deswegen, ja, gehen wir einfach raus. Ich meine, so viel Zeit muss man jetzt ja auch nicht reininvestieren. Mein Sensor ist schon ganz okay, aber man muss es ja nicht übertreiben. Hallo, Matt. It's good to see you again. And you must be the protégé I've heard so much about. Yes, I must be. The Cardinal is on the move, but I have good intelligence regarding his final destination. I'll lead you to him. Stay close, but not too much. We don't want to give my nemesis too easy a target. Oh Mann, ey. Ist ja nicht dein Ernst, Kollege. Ich kenne seine Final Destination schon. Oh Gott, sieht der Wagen scheiße aus. Was ist mit meinem anderen Begleiter? Onward toward battle! Komm, aus dem Weg. So, what do you think? You have to be having some fun. I do. At least a little bit. Killing zombies is never not fun, Matt. That's why they're called zombies. Well, I knew you were having a good time. Is this simulation really made for Asha? Originally, yes. Why did she reject it? Asha doesn't appreciate the rich fiction of the Nightblade universe. She called it paranormal bromance. I'm sorry, Matt. How long till? Na, irgendwo hat sie recht, oder? Alter, kann er nicht ein bisschen schneller fahren? Das ist schlimm. Komm her. Mal ein bisschen Druck geben. Attacked en route to the main villain. Nicely played, Matt. Good escalation of conflict. Thank you. So I'm not really up to date on Nightblade fiction. Who are the Cyprian Order again? The Cyprian Order are a sect of brave soldiers waging a clandestine war against the creatures of the night. Franklin Knight was a member of the Order until he succumbed to the Dark Embrace and was turned into one such creature, a vampire. Okay, now the Cyprian Order hunt Nightblade too? That's right. Oh, okay, but Nightblade still fights vampires along with fighting the Cyprian Order? Correct. That sounds compelling. It's a dramatic work that's exemplar of the form. Sama. You had time to build this. It's based on a training simulation that Asha rejected. How many simulations is Asha having you build? I don't know, a dozen? A dozen? She likes to keep her skills honed. Was machst du denn? Was fährt der für ein Fuck zusammen? Mein Gott. Alter. So, Nightblade, huh? What else can you tell me? Like, does he have a love interest or anything? Oh my God, yes! Franklin Knight had a wife, Sylvia, who was killed by a vampire. It was this tragic moment that started him on his path as a hunter. A lone man wandering the earth looking for justice, never to love again. Until he met Marion, who desperately wanted to be Nightblade's bride. But he was forced to walk away, stating, after losing Sylvia, I can never love again. Ooh, it's a good line. One of the finest ever written. Nein. Oh Gott, ist das Klischee. Why are we here? Excuse me, Nightblade! I thought we had to lure the Cardinal out first. I enjoyed your story well enough. Zinyak. Shit. But I thought your ending could use a little work. What are you doing to my story? Matt, get back. I will not. I won't have some effete alien dictator stomping all over my expanded universe fiction. Matt, get back. Matt Miller, I thought you were my ally. But I am. Now, I find you're actually a pawn of the Cardinal. No, Nightblade, I would never... Miller!
This is already so much better. This is terrible! I need you to focus. We could have been such close friends, Matt, but you stabbed me through the heart. Metaphorically. We are going to get Zinyak for this. Sure. For this, you know, because up until now, Zinyak's crimes haven't been that bad. You're not taking this seriously! I'm trying to save our lives, Matt. I can't take this anymore! Was nehmen wir als nächstes? Oh, Raketen. To fight you, Nightblade. Ah, Raketen wird was besser. You are far too weak, mere human. Forgive me, Franklin Knight. It's done. Nightblade has fallen. Sorry things ended this way. Typical writer. Can't stand honest critique. While my version of this story had Nightblade triumphant over the friend who betrayed him, a far more compelling take on the narrative, I believe. I suppose you'll have this your way, then. Let's get out of here. I can't stand the way this has turned out. We're not done yet. We're not? Not your powers. Powers? Powers? How would I... You mean from Nightblade? The... Kleiner Augenblick. The fight against the creatures of the night and the fellows that turned on him must continue, Matt. Don't let Franklin Knight have died in vain. So, you do understand. Matt, if it makes any difference. Yes? As the sole living world leader from planet Earth, this is probably within my power, so... I hereby assign you all rights, titles, and licenses, possible merchandise, to the Nightblade property. You what? On one condition. Of course. Never stop. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god, das ist so schlecht. Oh god. Oh god. Und das macht es wiederum so gut. Ach ja, herrlich. Bromomal Bromantic. Okay. Wir sehen jetzt hier schön auf der Karte jetzt die Sammelobjekte, mit denen ich allerdings nicht so viel anfangen kann. Oh, doch. Okay, ich frag mich, ob die anderen Sammelobjekte auch angezeigt werden. Und ich finde das immer noch kacke, dass ich die da immer noch nicht aus dem Boden rausholen kann. Tja, ja. So ist das halt. Okay. Carter hat sich da irgendwas getan. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Ja, wie gesagt, die zwei Betrugsdinge sind noch offen, aber auf die habe ich so dezent mal überhaupt gar keine Lust. Ah, guck mal, Gateways fehlen noch welche. Aha, das ist interessant. Aber hier... Sammelobjekte. Muss ich tatsächlich alle Sammelobjekte eintüten? Das wäre schon echt hart. Dass man so anmerken darf. Oh, Aktivitäten fehlt mir hier auch noch eine. Aha. Das ist interessant. Egal. Aufträge... Anomale Messwerte. Finde die Quelle der Messwerte. Kehre zur Simulation zurück. Bin ich da nicht schon? Apropos Simulation zurück. Halt, warte mal. Bevor wir das machen. Ich habe ja gerade ein bisschen abgekotzt, weil mir dann doch irgendwie ein paar Waffen gefehlt haben. Also gehen wir nochmal kurz einkaufen. Und wie gesagt, die Sammelobjekte, die jetzt auf der Karte auftauchen, einzusammeln, macht überhaupt gar keinen Sinn, solange ich die Dinger nicht endlich mal aus dem Boden rauskloppen kann. Was ich leider noch nicht kann. So. Mach die Tür auf. Die Tür, mach hoch, die Tür, mach weit. Das kommt der Herr. So. Auf Waffen und Gateway zugreifen. Warum habe ich den schon wieder? Ich will den Penetrator, den Dildo-Schläger. Der ist einfach viel cooler. Das ist okay, das ist auch okay. Who cares? Hier hätte ich allerdings dann doch gerne meine aufgerüstete Waffe. Ja, bla, okay. 38.000, hm? Habe ich die eigentlich jetzt schon so weit? Nee. Aber die hier, oder? Genau, die ist durch. Und die hier auch. Wunderbar. Dann bleibt ja nur noch die als nächstes. Schaden ist immer gut.
Beziehungsweise, wisst ihr was? Wir machen erstmal die. Wir machen erstmal eine Schicht für alles. Das kann man sich ja wenigstens leisten. Oh, schade. Harter Kerl. Geht nicht mehr. Schade, schade. Aber was ich auf jeden Fall machen wollte, war Munition kaufen. Genau. So ist das doch viel besser. Viel besser. Da steht, kehre zur Simulation zurück, aber ich bin doch eigentlich in der Simulation, oder sehe ich das falsch? All hail to me! Alright! Ich meine ja nur. Eigentlich bin ich doch hier gerade in der Simulation. Das heißt, ich müsste doch dann aus der Simulation wieder raus. Na, vielleicht ist es ja eine Simulation in einer Simulation. So, meine Damen und Herren, was machen wir jetzt? Okay, das war dezent sinnfrei. Ich das so anmerken darf. Wir sind raus, um wieder reinzugehen. Major readings coming from your area. I think that one of those giant aliens are coming. I guess Zinyak's pissed about Matt. Verdammt, der ging daneben. Watch out for that stump. It's sending waves of energy out from him. Ach so, ja, das geht ja noch nicht. Warte mal. Kann ich eigentlich die Gedankenkontrolle bei dir benutzen? Verdammt, ist er einfach weggehüpft. Dann fliegen wir halt eine Runde. Ich will das kurz wissen. Nein, geht nicht. Okay, schalten wir wieder rum auf Frost. Frost ist gut. Komm jetzt schon. Ach ja, und dann machen wir das auch ganz fix. Wenn wir ihn denn dann erwischt haben. Du blöder Sack. Musst du den jetzt abhauen? Die nächste geht auf den Boden, ich sag's dir. Attacking its shields with powers will help. Verdammt. So, mein Freund. Das war's. Jetzt müsste mir jetzt eine neue Kraft geben, schätze ich einfach mal. Na, welche Richtung zuerst? Nach links und dann gehen wir nach rechts. Wunderbar. Na? Na? Oh ja, der Stampfer, das ist schön. Schön, schön, damit können wir jetzt auch den Dreck aus dem Boden holen. So I just slam my foot down? Yep, and the blast wave will hurt them and throw them back. Party! Oh. Is this another of those hidden cluster thingies? Yep, Stomp should make the clusters pop up. Here, try using it to take down a warden's shields. Good, looks like it works. Sending you back now. Schön, dass es funktioniert. Du warst offensichtlich sehr zuverlässig, dass es funktionieren würde. Zuversichtlich, sorry. 39. Stampferelement Felsen. Das Felsenelement fügt Gegnern Schaden zu, wenn sie durch die Luft fliegen. Deine Begleiter können dir helfen, mehr Stampferelemente zu finden. Ja, die werden wir jetzt ja wohl gleich alle bekommen, ne? Oh, cool. Was ist das denn? Neue Aktivitäten. Neue Upgrades. Erstmal Bargeld eintüten. Da haben wir nichts mehr, aber wie sieht es denn hier mit den Elementen aus? Schwerkraft.
Und schrumpfen. Schrumpfen klingt auch gut. Ja. Schaden ist immer, denke ich, ganz gut. Ja, Starre verteilt. Und geschrumpft jetzt hier noch mehr Schaden. Und die Distanz erhöhen ist sicherlich auch sinnvoll. Erstmal die Aufladezeit ein bisschen reduzieren. So, ich glaube 3 ist das Maximum, ne? Dann machen wir den Bereich. 3 geht noch nicht, erst mit Level 40. Pff. Okay. Und Dauer Level 50. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Okay, aber wir haben noch 100 von den Dingern übrig. Okay, Aufträge. Anomale Messwerte. Begib dich zum Superkräfte Fight Club. That's why I get paid the big bucks. Nett. Nett, nett, nett. Ich schätze mal, das ist sogar der hier, ne? Na, dann machen wir doch einfach da weiter. The player against tougher and tougher enemies. Prove your worth, and you'll be rewarded with a boss battle. The faster you finish, the more points you get. Let's go to the floor. Das wird interessant. Ah, Boss gegen Nightblade. Welcome to Super Power Fight Club. 3 Minuten. Wave 1! Fight! Pow! Ich hätte gern Feuer. Das ist auch so wie im Telekinese. Kann ich die damit kaputt machen? Muss mal ein bisschen mit rumspielen. Aber sieht mir irgendwie nicht so aus. Okay, bleiben wir bei Feuer. Beziehungsweise bei Body Slams. Das funktioniert immer gut. I'm still standing. Wave 1, complete! Wave 2, Burning Man! Lass mich raten, Burning Mans haben... Die kümmern sich nicht wirklich um Feuer. Ey! Ist das dein Ernst? Hallo! Things are getting hot for our challenger! Was ist mit Nahkampfangriffen? Keine Lust? Okay, irgendwie hat er keine Lust auf Nahkampfangriffe. Gut, dann nehmen wir doch einfach mal das Eiselement. Wow! Hot stuff! Komm. Heute noch. The challenger Easy. Knows better than to play with fire. Wave 2 complete. Das ist alles irgendwie nicht so geil. Wir könnten mal Gedankenkontrolle ausprobieren. Welcome to the arena, Nightblade. Kommst du mal runter? Hallo. Wait, leave me alone.
Mann, Mann, Mann. That's all she wrote for Nightblade. Verdammt. Exekutieren. War das jetzt heute noch was? Geil. That's it for this round of Super Power Fight Club. Okay. 22 Sekunden hätten wir noch gehabt. Das ist also natürlich nicht so viel. Puh. Ja, wir sind ja bald Level 40. Schick. Ich wette, von den Dingern gibt es auch noch ein paar. Muss ja. Wie viele haben wir? Eins. Was haben wir da? Mech-Anzug-Vandalismus. Cool. Eins, zwei, drei. Simulationsschrott. Vandalismus. Und hier haben wir irgendeine unbekannte Aktivität. Interessant. Interessant, interessant. Ich frage mich gerade, kann es sein, dass dieses Lila damit zusammenhängt, welche Bereiche ich ja schon erkundet habe und welche nicht? Wo bin ich denn gerade? Ich bin gerade hier oben. Das heißt, wir könnten mal hier einen Wegpunkt hinsetzen. Das würde mich jetzt schon tendenziell mal interessieren. Beziehungsweise, guck mal, da haben wir noch so einen... Na komm. Dankeschön. Irgendwas war da mit Zinyak. So. Immer schön weiter in die Richtung. Gucken wir doch mal. Da haben wir noch eins. Wo? Ah. Hat man das doch. Ich mag Feuer lieber. So. Ich meine, jetzt wo die ja alle verfügbar sind, müssen wir sie auch zwangsweise alle holen, irgendwie. Ich meine, das geht ja nicht anders. Alle 1100, was weiß ich wie viel. So. Da hinten ist noch eins. Aber ich glaube, das ist sogar schon draußen. Das muss ich nur eintöten, oder? Ja, ich glaube schon. So, dann sind wir aber auch schon fast da. Okay. Also, jetzt sind wir eigentlich da, wo wir sind. Das heißt, mit Erkunden hat es wohl offensichtlich doch nichts zu tun. Ja, es hat wahrscheinlich eher was mit den Prozenten zu tun. Denn uns fehlen hier noch zwei Gateways. Interessant. Okay. Ja, ich sehe schon, ich muss wieder ein paar Sachen erledigen. Aber ist ja auch egal. Jetzt gucken wir erstmal Aufträge technisch weiter. Wegen großer Nachfrage. Finde Johnny Gate. Okay, we have the location of the cargo plane prison, but... Kenzie, I don't want to hear it. Look, I'm just saying, don't get your hopes up. I know I'm right. Yeah! So, und wie gesagt... Ich werde jetzt auf dem Weg dorthin alles eintüten, was mir so auf dem Radar aufploppt. Denn, ja, so wie ich das sehe, muss ich das früher oder später sowieso machen. Also kann ich es auch gleich erledigen. Ihr müsst euch das allerdings nicht unbedingt anschauen. Denn ich verstehe schon, dass das dezent langweilig sein kann. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Naja, beziehungsweise ich habe gesehen, die Folge ist schon fast vorbei. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns noch schnell eine der Aktivitäten an. Und zwar will ich kurz wissen, was das hier für eine ist. Und dann gehen wir hier runter zum Vandalismus-Schrotten. Was auch immer das sein mag. Denn es lohnt sich jetzt nicht mehr groß mit der Story anzufangen, ne? So, lass mich mal schauen. Ah. Oder wir machen das einfach. Mecha-Schrott-Ding. Oder Simulationsschrotten? Ich weiß nicht. Doch, ich will mal wissen, was das mit der Simulation, mit dem Simulationsschrotten da sein soll. Das interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Und wie wir alle wissen, früher oder später müssen wir das sowieso machen. Oh, hier ist noch irgendwo eins. Da. Und hopp. Und hopp. Und zack.
Oh, nur noch 355. Oh mein Gott, wie wenig. So, der Herr. Wie sieht's da aus? Gold brauche ich 500.000. Oh, benutze Stampfkraft, um alles zu zerstören. Na, dann ist doch gut, dass wir... dass wir den schon ein bisschen aufgepusht haben. Oder etwa nicht? Ich sag schon. Oh, guck mal, eine 70er Kombi. Oh, eine 80er Kombi. Schick. Aber jetzt ist sie weg. Schade, schade. Aber wir haben immerhin auch eine ganze Menge Zeit. 2 Minuten. Ich meine, da sollte man doch irgendwas schaffen, oder? Have fun cleaning. Oh wait, it's a simulation. Fuck, wir hatten fast eine 100er Combo geschafft. Dieser Wirbelwind beim Laufen ist nicht hilfreich bei sowas. Das mal so anmerken doch. Aber who am I to judge? Aber mal ganz ernsthaft, das mit den Combo-Modifier geht hier... also, mit den Punkten, das geht hier nicht gerade so gut ab gerade. Hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Das macht irgendwie alles nicht so viel Schaden. Ey. Looks better this way. Doesn't anyone learn? Oh, this is therapeutic. Oh, ja, mal über einen 100er Combo geschafft. Das ist doch mal ganz cool. Kann man das eigentlich irgendwie aufladen oder so? Nein, nicht wirklich. Oh, I like that button. Ja, ich weiß nicht, ob das so einfach wird. Hey. Denn irgendwie gehen die Autos halt nicht kaputt. Der Schaden ist wohl noch zu gering, den ich verursache. Ich meine, wenn die explodieren würden, wäre das wahrscheinlich leichter. Aber leider tun sie das nicht. Fliegen nur ein bisschen weg. Das ist natürlich nicht allzu gut. Okay, wir haben Silber bekommen, aber mehr ist wohl leider nicht drin. Schade, 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 sprach die Male. Okay, vielleicht später, wenn wir nochmal ein bisschen höheres Upgrade bekommen. Also ganz ehrlich, den Wirbelwind würde ich für den Sprint gerne wieder ausschalten. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber naja. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wie immer, viel Spaß und tschüss.